Wie kann ich einfach meinen Kiefer entspannen und vielleicht auch dieses Zähnepressen loswerden? Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. Ja, das soll mal ein ganz anderes Video sein an dieser Stelle. Du kennst mich meistens allein vor der Kamera und in diesem Video habe ich einen Gast dabei. Und zwar ist das die Stefanie Kapp von Kieferwissen. Wir haben gesagt, wir wollen mal Videos zusammen machen und an dieser Stelle ist Steffi letztendlich einfach mal Videogast. Und deswegen schau dir gerne das Video bis zum Schluss an, ist echt spannend. Sind Übungen, wo ich echt mal gespannt bin, was ihr sagt, was ihr davon haltet, welche Übungen für euch am effektivsten scheint. Und an dieser Stelle, ja, Steffi, let's go! Ich gebe dir heute einige meiner besten Tipps weiter, damit deine Zähne gesund werden oder gesund bleiben. Ich bin Steffi von Kieferwissen und ich bin Kieferspezialistin und hatte auch jahrelang Probleme mit Zahnfleisch, Entzündungen und mit dem Kiefer. Und ich zeige dir heute mal, was mir geholfen hat. Ich zeige dir, wie du deine Lymphe im Gesicht und im Kopf anregst, besser zu arbeiten mit einer Lymphtechnik. Warum ist das wichtig? Lymphe sind einfach Gefäße, die über Lymphbahnen funktionieren und auf diesem Weg all die Abfallprodukte, die sich so in unserer Muskulatur befinden, die sich in unserem Bindegewebe befinden, ungehindert abtransportieren können. Geht aber nur, wenn diese Lymphbahnen auch frei sind und das machen wir jetzt. Du nimmst beide Hände hier in die Gruben mit den Fingern, in der Grube vom Schlüsselbein. Und hier tun wir erstmal deine Lymphknoten aktivieren. Schau, dass du dabei sitzt oder stehst mit aufrechter Wirbelsäule und du kreist hier drin in deiner Grube ganz sanft nur auf der Haut. Ganz sanfte Kreise, nicht tief, nur auf der Haut und kreist Richtung Brustbein. Machst du ungefähr 10 Mal. Damit hast du hier schon mal die großen Lymphknoten freigemacht. Dann nimmst du deine beiden Hände und streichst mit etwas Druck runter dem Gesicht entlang bis zu den Schlüsselbeinen. Damit transportierst du jetzt diese Lymphflüssigkeit wieder ab. Und damit kann es alles besser fließen. Machst du auch ungefähr 10 Mal und hat auch einen Entspannungseffekt. Wir entspannen deine Muskulatur hier am Kiefer mit einer Übung. Du nimmst dir deine Hand, und zwar wenn du links machen willst, dann ist es deine rechte Hand, gehst mit dem Daumen in die Wange hinein, von außen die Finger ran, du nimmst den Muskel in die Zange, drückst also zu, diese Finger gegeneinander, und während du zudrückst, massierst du. Mit Druck, das darf auch ein wenig wehtun. Das kannst du natürlich auch auf der anderen Seite machen. Damit erhöhst du deine Durchblutung in der Muskulatur. Die kann entspannen, kann besser arbeiten. Und damit ist natürlich auch dieses ganze Gebiet hier im Kieferkopfbereich schon mal entlastet. Wir mobilisieren deine Zunge. Deine Zunge ist ein wichtiger Stabilisator für den Kiefer und kann unheimlich viel an Mobilisation, an Stabilisation hier reinbringen in das ganze Gebiet und natürlich auch an Durchblutung und an Stoffwechsel. Du nimmst deine Zunge, legst die hier oben an, zwischen Lippe und zwischen Zähne, innen. Mit dieser Zunge fährst du nach rechts die oberen Zahnreihen entlang. Wenn du hinten bist, von innen gesehen, gehst du nach unten, gehst auf die hinteren Backenzähne unten, gehst nach vorn zu den Schneidezähnen, gehst hier hinter, kommst hier hoch und gehst wieder in die Mitte. Und das machst du ein paar Mal mit leichtem Druck. Und versuch dann, deine Zunge auch wirklich auf deine Zahnreihen dabei zu legen und die Zahnfleischreihen abzufahren. Kannst du gut 5 bis 6 Mal machen. Was nicht fehlen darf, ist eine Kiefermobilisation. Um das ganze Gebiet Zähne, Kiefer wirklich zu stärken und zu mobilisieren, müssen wir natürlich auch deinen Kiefer bewegen. Und das machen wir mit einem Kieferkreis. Du stellst dich aufrecht hin oder sitzt. Kinn ist etwas rangezogen, sodass deine Wirbelsäule gerade ist.
Schultern sind entspannt. Jetzt machst du mit deinem Kiefer einen Kreis und wirklich versuchst, diesen flüssig zu machen und zu jeder Seite gleich im Bewegungsausmaß das durchzuführen. Kannst auch mal die Richtung wechseln. Und lass dir dabei bewusst Zeit und mach diesen Kreis ungefähr 5 bis 6 Mal. Ein weiterer Tipp von mir, und das ist ein sehr heißer Tipp von mir, ist Ölziehen. Ölziehen ist eine alte indische Kunst, die aber sehr wirkungsvoll ist. Die Inder sagen, wenn man das jeden Tag macht, wird man wohl über 100 Jahre alt. Und es entgiftet deinen Körper. Viele Bakterien, die wir haben, die sind erstmal im Mundraum und gehen dann erst in den Körper und machen dann natürlich Schaden. Wenn du sie hier schon eliminierst im Mund, kommen sie erst gar nicht in deinen Körper. Wie machst du das? Du nimmst einfach einen gut gehäuften Teelöffel Öl, du kannst dir aussuchen, was für Öl. Ich nehme gerne Kokosöl, in den Mund, am besten früh morgens, nachdem du aufgestanden bist. Nimmst den rein, ziehst das Öl 15 Minuten lang durch den Mundraum, durch die Zähne immer wieder ziehen, immer wieder bewegen, spuckst es aus, dann sind die Bakterien sozusagen am Öl, du spuckst es aus in den Abfalleimer, spülst mit Wasser hinterher, deinen Mund nochmal ausspülen, kannst auch gerne nochmal deine Zunge abschaben, weil da auch gerne Bakterien sich anlagern. Und dann ist es gut. Und das kannst du jeden Tag machen. Du kannst nebenbei duschen, kannst nebenbei was lesen, meditieren. Super gut, entspannend nebenbei und entgiftet. Seit ich das mache, ist mein Zahnfleisch viel, viel besser und ich bin viel, viel weniger krank. Also klarer Tipp von mir. Wenn du mehr Tipps bekommen willst, rund um die Stärkung für den Kiefer-, Kopf-, Gesicht-, Nackenbereich, dann komm gern vorbei auf den YouTube-Kanal Kieferwissen. Ja, wie fandet ihr das? Wenn ihr mehr solche Art von Videos haben wollt, Steffi ist in Stuttgart und wie gesagt, checkt da unbedingt mal ihren YouTube-Kanal Kieferwissen aus. Wenn ihr mehr solche Videos einfach haben möchtet, wo es auch um das Thema Kieferverspannungen geht, Zähne pressen, Zähne knirschen, Kieferknacken, Tinnitus, all solche Geschichten, die so ein bisschen eine Schnittmenge haben zwischen Zahnmedizin und Physiotherapie, CMD-Therapie. Da würde ich mich freuen, wenn ihr uns einfach mal einen Daumen nach oben gebt und unten in die Kommentarleiste einfach mal schreibt, dass ihr euch solche Videos einfach wünscht. Würde ich mich total freuen, weil demnächst ist, glaube ich, auch schon geplant, dass wir uns wirklich mal live sehen und vielleicht, ja, vielleicht hauen wir diese Videos natürlich auf YouTube raus. So, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bis zum nächsten Video. Bleibt bitte gesund. Ciao.